Tag 8. Damit herzlich willkommen zurück, Freunde, zu This War of Mine. Wieder mal zurück vom Beutezug. Wir haben einiges an Material eingesackt, das sollte doch mal reichen, um irgendwas zu bauen. Die Nacht war ruhig. Kann es denn schöner werden? Wir haben jede Menge Holz und Baumaterial mitgebracht, Bauteile. Marco macht jetzt einfach mal das, was er tun muss. Nämlich essen. Und dann pennen. Und wer jetzt gedacht, in unseren Scheißfallen ist immer noch kein Vieh. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Habe ich denn so ein Pech gerade? Wir müssen sicherstellen, dass wir genug Essen für alle haben, ja. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Obwohl, wie alt ist der überhaupt? Keine Ahnung. Haben wir denn Wasser? Haben wir. Gut, wir gucken jetzt erstmal. Oh, da ist... Boah, ich glaub's ja nicht. Da ist bei beiden Fleisch drin. Ein Zahnrad fehlt, ich fass es nicht. Ach, da könntest du auch schon wieder reinschlagen. Egal. Finden wir auch noch irgendwo. Dann können wir endlich dieses scheiß Ding upgraden. Alter Schalter. Und das noch vor dem 11. Tag, wo dann die bewaffneten Banden losziehen. Füllen wir doch gleich wieder auf mit einem Fleisch. Und das gleiche tun wir hier. Los, 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 lauf. Ja, lauf. Hat aber echt lang gedauert jetzt, finde ich. Ich hatte das irgendwie schneller in Erinnerung, aber gut, okay. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich finde echt, dass es sehr lang gedauert hat jetzt, dass da... Vor allem, da kommen auf einmal beide gleichzeitig, ne? Das Timing ist natürlich 1A. Ja, dann will ich eigentlich gar nicht arg viel herstellen jetzt. Nicht, dass wir da wieder in Materialnot kommen. Wobei, Holz können wir gut verbraten. Ach, wen haben wir denn da? Boris, der alte Ausreißer. Ja, ja, jetzt kommst du wieder. Blöder Hund. Der hat uns letztes Mal im Stich gelassen. Der ist geflüchtet. Bin nur auf der Suche nach einem Unterschlupf. Erbarmt euch. Na gut, okay. Eine zusätzliche Wache kann nicht schaden. Verbände haben wir auch da. Das Essen kommt jetzt hoffentlich etwas besser. Ja, mein Viertel wurde während einer Nachtschicht im örtlichen Lagerhaus bombardiert. Ich habe dabei geholfen, unter dem Schutt nach Überlebenden zu suchen. Wir konnten aber nicht alle retten. Als ich zu Hause ankam, habe ich eine Ruine vorgefunden. Kann ich eine Weile bei euch bleiben? Mir scheint, ihr könntet ein paar starke Kämpfer gebrauchen oder ein paar starke Hände. Ja, komm. Rein mit dir. Zusätzliche Kräfte können nicht schaden. Wie sie alle so zuversichtlich sind, das freut mich einfach, das ist cool. Wenn ich mir diese Depri-Gesichter ansehe, gut, die Gesichter hat man nicht so wirklich gesehen immer, aber wie sie die Köpfe hängen lassen haben, das war schon krass. Das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Gut, ein Bett müssen wir jetzt bauen. Zwangsläufig. Naja, das kostet auch nicht so viel. Das sollte dann trotzdem noch irgendwie drin sein. Wo stellen wir das hin? Tja, ein Bett muss jetzt irgendwo anders hin. Forever alone. Wo stellen wir es hin? Na, ein Kellerpen ist auch doof. Ach, was soll's, dann stellen wir es halt hier irgendwo hin. Am besten... Da. Aber wisst ihr was? Das kann er gleich selber machen. Der Vogel. Das ist unser perfekter Wachmann eigentlich, der Boris. Der kann ordentlich zulangen. Und hat im Zweifel sollte... wo ist er? Sollte Marco mal angeschlagen sein? Hat er auch am zweitmeisten Rucksackplatzkapazität? Ich glaube, die haben gleich viel, Pavle und er. Beide 12, soweit ich weiß. Na, dann gucken wir mal nach dem Essen, dass wir da wieder was zaubern.
So, Bett ist fertig, gut. Du gehst gleich mal dahin, weil dann werden wir gleich die Wasseraufbereitung wieder in Betrieb setzen. Zwei von diesen Feuerdingern. Naja, Holz haben wir ja mehr als genug gefunden da drüben. Können wir auch mal ein bisschen Holz verballern. Können wir auf jeden Fall wieder was mitgehen lassen beim nächsten Mal. Immer noch nicht fertig, Alter. Achso, halte mal. Scheiße, ich sollte ja Filter auch noch bauen, bin ich dämlich, ey. Endlich ist etwas Gutes passiert, ja, ja. Okay, jetzt muss ich aber aufhören, nicht zu viel verballern, sonst habe ich am Ende nichts mehr. Ein Filter, nicht mehr, nicht weniger. Ist ja bald mal fertig da unten. Dann kann das dauern. So. Kochen. Ja, zu mehr reicht sowieso nicht. Okay. Hungrig? Hungrig? Was hat er? Noch nix. Okay. Dann würde ich sagen, Bruno isst. Oh, das dürfte es dann erstmal gewesen sein für diesen Tag. Wir skippen einfach. Glaub kaum, dass schon wieder Fleisch da ist. Nee, das wäre wohl etwas zu optimistisch. Tag beenden. Dann gehen wir jetzt halt nochmal in die bombardierte Schule. Allerdings... Alter, Boris hat 17? Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist ja heftig. Ja, dann schickt mal Boris heute mal los. Marco kann Wache stehen. Zusammen mit Bruno. Und Pavle bleibt im Bett liegen, der ist nämlich müde. Echt, habe ich den so lange wach bleiben lassen? Skandalös. Schaufel lassen wir mal einfach stecken. Muss auch ohne gehen, aber Dietrich wäre noch was gewesen. Oder so ein scheiß Brecheisen. Naja, was soll's. So, dann wollen wir uns nochmal beeilen. Ich habe schon wieder... Ohne Scheiß, ich habe schon wieder vergessen, wo ich das Zeug abgelegt habe. Das ist einfach unfassbar. Wie durchsiebt mein Hirn eigentlich ist. Ja, so ist es halt. Man muss auch über sich selbst lachen können. Und wenn es wahr ist, dann... Ja. Jetzt ist es halt nun mal wahr, ne? Ich habe da keine Probleme mit, Witze über mich selbst zu machen. Dürftet ihr ja mittlerweile auch gemerkt haben. Okay, hier ist gar nichts mehr. Läuft. Obere Ebene ist wohl komplett abgegrast schon. Hätte man ja wissen können, wenn man aufgepasst hätte. Das Traurige ist ja, dass ich die Folgen gerade alle nacheinander aufnehme und ich es trotzdem nicht auf die Reihe kriege. Ich mache immer nur ganz kurze Pausen dazwischen. Mal ein paar Schlücke trinken, weil ich rede ja hier wie ein Wasserfall. Ja, das sind immer so die anstrengenden Let's Plays. This War of Mine, Binding of Isaac und Minecraft. Da muss man eigentlich immer recht viel reden. Bei Dragon Age allerdings auch. Das ist bei Assassin's Creed. Gerade im Multiplayer ist mir das gerade zurzeit echt das Erholsamste. Oder war das Erholsamste. Wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich auch die Aufnahme mittlerweile durch. Aber im Multiplayer hast du immer noch einen anderen, der ein bisschen mitquatscht. Wenn man das Ganze aber komplett alleine füllen muss, dann ist das schon etwas anderes. So, lass mich einfach in Ruhe, bleibt sitzen. Ihr habt nichts gesehen. Sag ich doch. Aber ich hoffe, wir finden noch so ein scheiß Zahnrad. Da könnte Medizin drin sein. Aber ich glaube, ich mache mir zu viele Gedanken um Logik. Oh, scheinbar doch nicht. Ja gut, Medizin nehmen wir mit, das ist immer wertvoll. Ja, scheiße. Dietrich, ne? Ah. Okay, die will ich jetzt mal nicht beklauen unbedingt. Eine Notiz an jemanden.
Ich habe so, wie du wolltest, hinter meinem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Aha. Welcher Kühlschrank denn? Gibt es vielleicht was, was ich wissen sollte? Da ist ein Kühlschrank, aber ich glaube, an dem war ich schon. Ist es der, der vollgesteckt ist mit Bauteilen? Oder ist es das hier? Naja. Gut, aber den Schnaps lasse ich, glaube ich, erstmal da. Nehmen wir lieber das hier noch mit. Und das schmeißen wir raus für einen vollen Stack. Na gut, Kräutermedizin, die kränkeln ein bisschen, kann man eigentlich schon mal mitnehmen. Aber von diesen Zahnraddingern hätte ich gerne noch ein paar mehr. Das wäre eigentlich ganz schick. Ist hier jemand? Guten Abend. Ja, hier ist jemand. Schlechten Abend. Haha, jetzt habe ich es dir aber gezeigt. Es muss doch noch irgendwo was geben, ey. Ach so, ja, da war die Stelle, wo man nicht durchkommt. Na, fuck, Mann. Werdet sehen, jetzt hakt's an dem blöden Schraubendings. Ja, wie gesagt, die jetzt auszurauben wäre ein bisschen riskant. Nicht, dass die sich wehren. Die sind immer so unberechenbar, diese Penner. Könnte schon was Nützliches sein. Also ich schlage vor, dass wir nächstes Mal einfach einen Dietrich mitnehmen. Oder wir gehen gleich in den Supermarkt. Hier ist nirgends mehr was Brauchbares, ne? Oder wir riskieren's. Wir riskieren's, beklauen die, rennen dann weg. Aber Rucksack ist voll, das wird ein bisschen kompliziert dann. Vielleicht lege ich ein, zwei Teile weg. Na gut, langsam. Man merkt's. Gut, die Elektroteile mal weg. Was können wir noch erstmal weglegen? Scheiß, komm, wir haben die großen Pillen, lassen wir die Kräutermedizin mal weg. Ich gehe da jetzt einfach hin und beklaue die und dann renne ich weg. Klingt nach einem Plan. Haben die eine Waffe? Ich hoffe doch nicht. Auf geht's. Boris, mach dich nützlich. So, Holz schmeißen wir rein. Wir nehmen noch die Konserve mit. Oh, die tun mir gar nichts. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nein! Renn! Renn doch! Aua! Okay, der ist umgefallen. Oh, scheiße, ey, habe ich jetzt zwei umgebracht? Upsi. Ich glaube, ich sollte gehen. Bin hier nicht mehr erwünscht. Oder was haben die noch? Bevor die hier die ganze Bude zusammentrommeln. Oh fuck, es wird gleich hell. Renn! Lauf, Mann, lauf! Gott, der ist so lahm. Scheiße, Mann, jetzt habe ich es wieder übertrieben. Dass mir das immer mit Boris passiert, weil er der Langsamste ist. Ah, jetzt war ich so beschäftigt, die zu vermöbeln.
Morgendämmerung hat Boris überrascht. Die Rückkehr wird schwieriger werden. Scheiße!